Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. So, ich freue mich ganz doll, dass ihr mit dabei seid. Heute packen wir ein Trash-Paket von der lieben Jackie aus. Das hat sie mir geschickt und ich freue mich ganz doll. Und wir starten mal mit dem ersten Produkt. Das ist ein Indefectible Primer von L'Oreal. Interessantes Produkt. Textur leicht, Aktion glättet. Anwendung vor dem Make-up. Ist alles ganz genau beschrieben. Cooles Produkt. Wird aber nicht bei mir bleiben, denn ich benutze keinen Primer. Die wird aber bei mir bleiben. Die Augentuchmaske von Balea bei geschwollenen Augen. Spendet kühlende, erfrischende Feuchtigkeit mit Hyaluronsäure, Kokoswasser und Algenextrakt. Müsste ich mal wieder machen, eine Tuchmaske. Lange keine mehr gemacht. Was haben wir hier? Fix and Summer Glow Finishing Spray. Von 183 Days. Okay, 183 Days ist ja schon länger nicht mehr auf dem Markt. Aber das Produkt sieht richtig cool aus. Das ist... ich kann es ja mal benutzen. Ja, riecht ganz angenehm. Mit Sprühnebel ist auch gut. Ja, macht so ein bisschen Glow. Finde ich gut. Fix and Summer Glow. Ja, coole Verpackung, cooles Produkt. Das bleibt bei mir. Ah, und dann haben wir das nochmal drin. Das heißt, eine meiner Trash Ladies darf sich auch über das Produkt freuen. Oder eines meiner Trash Pakete. Cool, haben wir es zweimal drin. Sehr nice. Dann haben wir hier eine Fuß- und Bein-Schimmer-Lotion Coconut Island für einen zarten Glow. Ich mache mal den Klebi ab und rieche da mal dran. Schimmer ist eigentlich nicht so mein Film. Der Duft ist jetzt auch nicht so meins. Mal gucken, was damit passiert. Dann haben wir hier einen Essence Coast and Chill Metal Effect Nail Polish. Der bleibt bei mir. Dann haben wir hier Seifen. Eine Lavendelseife und eine Bio-Verbene-Seife. Beides nicht so meine Duftrichtung, aber ich weiß, wer die vielleicht schön findet. Die gebe ich weiter. Oh, hier sind noch mehr Nagellacke. Den habe ich von Catrice, den Attraction Pomp. Den müsste ich haben. Der wandert weiter. Dann haben wir hier ein Coco Bronze von Trend It Up. Den behalte ich, der sieht ja mal mega schön aus. Ist bestimmt Horror zum Ablackieren, aber egal. Noch ein Fix and Summer Glow Finishing Spray. Okay, drei Stück, auch gut. Interessant. Hast du dir davon mal ganz viele Backups gekauft und jetzt willst du sie loswerden? Ein Gel Refill, transparentes Spezialgel zum Ausgleichen des Übergangs zwischen Nagelhaut und herausgewachsenen Gelnägeln von Trend It Up. Das brauche ich auch nicht. Dann haben wir hier eine Bronze Palette von Essence.
Die wird auch weiter wandern, weil da nur Schimmertöne drin sind. Und ich habe zwar heute so einen bronzy Look drauf, aber den habe ich mit der Jeffree Star Wedding Palette geschminkt. Und dann brauche ich nicht noch eine Bronze Palette. Dann haben wir hier noch. Ich weiß gar nicht, ob ich die habe. Die Jasmin Eyeshadow Palette. Ich glaube, die habe ich. Ich glaube, die habe ich. Muss ich nochmal nachschauen? Find Your Princess Within. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die habe. Wenn ich die nicht habe, behalte ich die. Die ist schön. Dann haben wir hier noch eine Revolution Roxy Palette. Roxy Zaros Color Burst Palette. Die Umverpackung finde ich ja schick. Und dann sieht die so aus, auch sehr schön. Die gefällt mir. Schön bunt. Die gefällt mir gut. Die werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Sehr schön, vielen, vielen Dank. So, und dann haben wir hier noch eine Sache drin und die hat sie mir besorgt bei ihrem DM. Nämlich die Willkommen auf dem Rummelplatz Duftkerze von Profissimo. Oh, richtig gut. Oh, vanillig. Wie viel Gramm sind hier drin? Steht hier nicht drauf. Vanillig. Zuckrig. Oh, das Label ist so schön. Oh, lecker. Was für eine geile Duftkerze. Die haben sie mir besorgt. Die werde ich auf jeden Fall bald mal düfteln. Ich hasse das Wort düfteln, aber abbrennen klingt immer so rabiat. Ja, was sage ich? Wunderbare Produkte, cooles Trash-Paket. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Jackie. Ich werde mich gleich mal dran machen und dein Paket packen. Ich wünsche euch, ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in die neue Woche. Von mir nochmal einen guten Start. Verzögert, aber naja, heute ist Dienstag. Also, wenn ihr das guckt, ist Dienstag. Und dann hoffe ich, dass die Woche gut gestartet ist für euch. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder, wenn ihr mögt und euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. So, hab die Kurve gekriegt. Und ich schicke euch alles Liebe und Gute. Bleibt gesund und haltet die Ohren steif. Tschüss!